Beginnen wir mit dem Wesen und den Aufgaben der Kostenrechnung. Das nachfolgende Geld- und güterwirtschaftliche Modell soll Ihnen eine Vorstellung davon geben, in welchem Kontext die Kostenrechnung zu sehen ist. Stellen wir uns den hier dargestellten umrandeten Kasten als ein Unternehmen vor. Der eigentliche Zweck eines jeden Unternehmens wird sicherlich im sogenannten leistungswirtschaftlichen Bereich erbracht. In diesem Bereich werden diejenigen Produkte oder Dienstleistungen erstellt, die die Kunden des Unternehmens anschließend, und zwar hoffentlich reichlich, erwerben. Unterstützt wird dieser leistungswirtschaftliche Bereich durch den sogenannten finanzwirtschaftlichen Bereich. In diesem finanzwirtschaftlichen Bereich werden die Geld- und Wertströme des leistungswirtschaftlichen Bereichs dargestellt und wiedergespiegelt. Dies ist beispielsweise notwendig, um gesetzliche Auflagen wie die Erstellung eines Jahresabschlusses zu erfüllen, aber auch um möglichst präzise Instrumente zur erfolgreichen Steuerung des Gesamtunternehmens zu erstellen. Außerhalb des Unternehmens existieren verschiedene Märkte. Hierzu gehören zum einen Beschaffungsmärkte, auf denen beispielsweise Personal, Materialien oder Energie beschafft werden. Auch die Existenz von einem oder mehreren Absatzmärkten ist für die Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Schließlich werden hier die erstellten Produkte abgesetzt. Auf die Funktion der Finanzmärkte werden wir gleich noch etwas genauer eingehen. Als weiterer Teilnehmer, der über diesem gesamten wirtschaftlichen Geschehen schwebt, was wir bisher beschrieben haben, ist der Staat zu erwähnen. Schauen wir uns nun schematisch das Zusammenspiel zwischen einem Unternehmen und dies umgebenden Marktteilnehmer an. Zunächst ist zur Erstellung von Dienstleistungen oder Produkten die Beschaffung von Inputgütern, wie beispielsweise Personal, Material, Energie, aber auch von Investitionsgütern notwendig. Bei einem produzierenden Unternehmen werden dann die beschafften Güter mithilfe des Personals, der Investitionsgüter, also beispielsweise Maschinen, Computern oder Ähnlichem, und der Energie zu Produkten verarbeitet. Abschließend werden diese Produkte auf dem oder den Absatzmärkten vertrieben. Im Zusammenhang mit der Beschreibung dieser Abläufe durch den finanzwirtschaftlichen Bereich tauchen Begriffe wie Kosten und Leistung oder auch Aufwand und Ertrag auf. Auf die genauen Unterschiede dieser vier Begriffe werden wir im Verlauf der Vorlesung noch detaillierter eingehen. Was Sie anhand der Darstellung des leistungswirtschaftlichen Bereichs sehr gut erkennen können, ist, dass es sich hierbei also um einen Güterstrom handelt, der auf unserer Darstellung von links nach rechts durch das Unternehmen fließt. Betrachten wir nun den finanzwirtschaftlichen Bereich genauer. Mehr oder weniger zeitlich parallel mit der Beschaffung für den leistungswirtschaftlichen Bereich sind im finanzwirtschaftlichen Bereich Auszahlungen verbunden. Schließlich erwarten Mitarbeiter und Lieferanten von Material, Energie oder Investitionsgütern die vereinbarungsgemäße und zügige Bezahlung ihrer erbrachten Leistungen. Wenn wir nun auch noch die Einzahlungen, die später von den Absatzmärkten kommen, hinzunehmen, sehen wir also, dass der Geldstrom im wirtschaftlichen Bereich dem Güterstrom im leistungswirtschaftlichen Bereich entgegensteht. In unserer Darstellung fließt also der Geldstrom von rechts nach links. Eine große Herausforderung für die Unternehmen besteht nun darin, dass die Auszahlungen, die ich eingangs erwähnt habe, in der Regel zeitlich einen sehr großen Vorlauf gegenüber den später erfolgenden Einzahlungen durch den Absatz der erstellten Güter oder Dienstleistungen aufweisen. In dem Moment, in dem nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Begleichung der notwendigen Auszahlungen im Unternehmen vorhanden sind, würde nun bildlich gesprochen ein finanzielles Vakuum im Unternehmen entstehen. An dieser Stelle kommt der Finanzmarkt ins Spiel. Über ihn werden fehlende Geldmittel, zum Beispiel in Form von Krediten, besorgt oder überschüssige Finanzmittel, zum Beispiel in Form von Geldanlagen, angelegt.
Aber auch der Staat übt Einfluss auf den Geldstrom eines Unternehmens aus. So müssen beispielsweise Steuern gezahlt werden, was durch den linken Pfeil dargestellt werden soll, oder der Staat stellt dem Unternehmen flüssige Mittel in Form von Zuschüssen oder Krediten zur Verfügung. Wie bereits gesagt, besteht eine wesentliche Aufgabe des finanzwirtschaftlichen Bereichs eines Unternehmens darin, die Abläufe des leistungswirtschaftlichen Bereichs in Form von Mengen und Wertdarstellungen wiederzuspiegeln. Zu einem großen Teil wird diese Aufgabe durch das Rechnungswesen übernommen. Wie das Rechnungswesen aufgegliedert wird, werden wir im nächsten Screencast betrachten.